Eine tödliche Gefahr auf einem Spielplatz beschäftigt jetzt Peggy Herrmann und Stefan Sindera. Ein Sandkasten wurde mit Rasierklingen und Messern gespickt. Im Sandkasten lag die? Nee, die lag daneben, aber... Schon so offen oder was? Die war schon so offen und ja. da guckt eine Klinge raus und da hinten guckt auch noch eine Klinge raus. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind. Ja gut, da müssen wir jetzt nicht lange drum rumreden. Das hat jemand präpariert, ne? Und die hat hier jemand reingemacht. Ne? Das ist jetzt kein Zufall. Das gibt's doch wohl nicht. Okay. Das ist natürlich. Die Schokolade, wo lag die jetzt? Die lag direkt daneben. Wir wissen jetzt nicht, wie viel da noch drin ist. Ne? Man kann zwar jetzt die man sieht, rausnehmen, aber das muss alles komplett einmal umgegraben werden. Nicht, dass da noch irgendwo was drin versteckt ist und dann das nächste Kind verletzt sich wieder da dran. Die Tochter der Melderin hat glücklicherweise nur leichte Schnittverletzungen erlitten. Ihre Mutter allerdings hat bereits einen Verdacht, wer die lebensgefährlichen Schokoköder ausgelegt haben könnte. So, und das war jetzt Ihre Schwester oder von wem haben Sie gerade gesprochen? Eine Arbeitskollegin und die wohnt eben jetzt seit ein paar Tagen bei mir. Und die ist jetzt halt komisch, ne? Die ist, seitdem sie bei mir wohnt, ist sie komisch, sobald Mara eben im Haus ist. Ist sie denn jetzt auch da? Ist sie zu Hause? Sie ist, wir können ja den Garten gemeinsam nutzen. Ja. Und die hat sich im Gartenhäuschen verbarrikadiert. Also wir werden jetzt gleich mit ihr sprechen, wenn jetzt erstmal das Wichtigste ist, dass sie abgesperrt ist. Vorschlag. Ja. Ihr wollt jetzt noch eben weg, dann bleibe ich hier so lange, weil so viel Absperrband hast du ja. Ne? Dann bleibe ich so lange eben hier und dann gucke ich, dass hier keiner mehr draufkommt. Ja, dann, alles, dann gehen, sollen wir so machen? Dann gehen wir noch mal zu der. Ich habe noch mal eine Frage. Die hat ja jetzt sich hier nur im Handbein. Was wäre denn gewesen, wenn die sich hier aufgeritzt hätte? Dann wäre es wahrscheinlich tödlich gewesen. Damit geht es um ein versuchtes Tötungsdelikt. Die Beamten gehen dem Verdacht der Melderin nach und treffen im Gartenhaus auf die völlig verzweifelte Arbeitskollegin. Machen Sie mal auf. Das ist abgesperrt. Jetzt macht's. Zur Mitte. Hallo. Hallo. Was Hallo, ist Frau. Los? Entschuldigung. Mir geht's gerade nicht. Ist was passiert? Gerade im Moment nicht nur. Es ist mir gerade alles im Moment zu viel. Was ist Ihnen zu viel? Mir geht es im Moment einfach nicht so gut. Geht es Ihnen körperlich nicht gut oder geistig oder was ist los? Ich habe im Moment ein bisschen persönliche Probleme und deswegen brauche ich halt einfach gerade ein bisschen Ruhe. Ja, aber es ist schon komisch. Ich meine, Sie sitzen jetzt einfach hier und weinen und sagen einfach nur, es geht Ihnen jetzt nicht gut. Aber warum ist deswegen die Polizei hier? Wir sind wegen einer anderen Geschichte da. Ja, wollen Sie uns nicht erstmal erzählen, was Sie haben? Also, ich bin ja vor kurzer Zeit zu Jenny gezogen, weil ich mich von meinem Freund getrennt habe, weil ich eine Fehlgeburt hatte und ich so gerade selber nur da drüber weggekommen bin. Und das ist mir jetzt alles zu viel, weil ständig sehe ich die Kleine von ihr und da muss ich immer dran denken, dass ich mein eigenes Kind verloren habe und ich kann auch keine Kinder mehr kriegen. Und das Problem, warum sowas Ähnliches, habe ich mir schon gedacht. Aber warum wir jetzt hier sind, darf ich Ihnen das kurz mal erläutern? Ja. Die kleine Mara, die kennen Sie ja dann ja. Die spielt ja da oder hat auf dem Spielplatz gespielt und die hat sich die Hand aufgeschnitten, weil jemand hier Schokolade präpariert hat mit dieser Rasierklinge und auch im Sandkasten selber lauter Rasierklinge. Hast du mit deinem Kind da wieder was angestellt Wer oder ist was? Das? Drecksgehöre. Hallo. Mensch, kommen wir jetzt mal runter. Wer ist das? Wer ist das? Das ist mein Nachbar, der unter uns wohnt. Die Putzfrau des cholerischen Nachbarn warnt die Beamten. Ihr ist während der Arbeit aufgefallen, dass mehrere große Messer in der Küche fehlen. Es gilt Alarmstufe Rot. Kommen Sie mal her. Die Polizei ist jetzt hier. Wo sind Sie? Einmal die stehen bleiben. Stehen bleiben. Hände nach vorne. Hände nach vorne. Ich will jetzt die Handflächen sehen. Was ist denn hier los? Ich will die Handflächen sehen. Was ist denn hier los? Wie kommen Sie überhaupt rein? Dürfen Sie überhaupt hier rein? Wir dürfen jetzt hier rein. So Handflächen. Ich will die ganz klar sehen. Halten Sie die in meine Richtung nach oben. Genau. Ich glaube, es geht los, ne? Hat da hier die Tante von oben was mit zu tun, ja? Tante von so, genau, du machst. Machen Sie Hände einmal auf den Rücken. Hände jetzt umdrehen. Auf den Rücken. Hände auf den Rücken. Ich glaub's ja. Keine Faxen. In meinem eigenen Haus hier. Stefan Sindera vergleicht die Klingen in der präparierten Schokolade mit den Messern aus der Küche des Mannes. Die Beweisstücke sind eindeutig vom selben Hersteller. Dafür hat der Verdächtige eine schwache Erklärung. Ich sammle Messer. Das ist mein Hobby. Ja, das ist auch nichts Verwerfliches dran. Aber Schokolade
Da eine Rasierklinge drin. Zufälligerweise hat sich da gerade ein Kind dran verletzt auf dem Spielplatz. Stellen Sie sich mal vor, jemand würde, Sie kommen ja gerade aus dem Bett, denke ich mal, oder Sie rennen den ganzen Tag so um, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Stellen Sie mal vor, jemand, geht mir auch nichts an, jemand würde Ihr Bett mit Rasierklingen und Messern, ja, zum Reinlegen schön für Sie präparieren. Würden Sie sich da freuen, wenn Sie sich dann da reinlegen und sich verletzen? Natürlich nicht. Würden Sie sich nicht, ne? So, ein kleines Kind auf dem Spielplatz, das darf das aber, ja? Das darf sich verletzen, das darf sich die Hände, das Gesicht aufschneiden. Ich hasse Kinder! Diese scheiß Blagen! Trampeln hier seit Jahren auf den Nerven rum! Schreien! Dieses Getrampel da, das macht mich fertig! Und dann das Gekrähe hier auf dem Spielplatz da! Das hält doch kein Mensch aus! Geht das ein bisschen leiser? Sie können doch keine Kinder einfach so verletzen, das sind auch Leben! Das ist eigentlich wie krank sowas ist! Das geht mir so auf den Sack! So, ich sag der Kripo jetzt Bescheid. Ja, alles. Hey, die Sachen müssen auf jeden Fall müssen sichergestellt werden, ne? Ja. Arnold von 1825. Was hast du dir selbst zuzuschreiben dahin? Hallo, können Sie mal Ihre Aufmerksamkeit kurz auf mich richten? Haben Sie das nur in dem Sandkasten präpariert, die Messer, oder auch noch woanders? Nein, nur da in dem Sandkasten. Nur in dem Sandkasten? Ja. Okay. Ja, Arnold, wir kommen dann mit einer Person zur Wache. Dem Mann scheint das Ausmaß seiner Tat in keiner Weise bewusst zu sein. Im Gegenteil, der Kinderhasser sieht sich selbst als Opfer und sucht in Stefan Sendera einen Verbündeten. Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Nee, tut mir leid. Also das fällt mir nun wirklich sehr schwer, mich in Ihre Lage zu versetzen. Ja, das ist gar nicht so. Ja, kommen. Auf den Nerven wie rum. Krank kann man eigentlich nur sein? Ach, halt doch den Mund. Ja, ich soll den Mund halten? Ja. Krank. Halt dich doch einfach da raus. Ich würde euch jetzt einen Einsatz hey. Ich meine doch da. Die Spursicherung würde ich auch rausschicken. Die würden dann den Spielplatz auf links drehen einmal. Das Ordnungsamt ist informiert und ihr würdet, wenn es geht, verbringen zum Präsidium. Die würden von K hier warten. Ja, ist verstanden. Ja, wir bringen den hin, aber wir müssen das jetzt sichern, bis die hier eintreffen, ne? Für die Spuren. Okay, ich setze Ihnen jetzt schon mal einen Streitmark. Ja. Ihre Wohnsituation ist, dass Sie hier in einem Haus wohnen, oder? Ja, Sie oben und der Herr unten. Ist er auch Eigentümer von dem Haus oder ist er nur auch... Nein, Mieter? Der ist kein Eigentümer, aber der beschwert sich schon seit... Ja, zu Rechtens. Seitdem auch. Das Kind auf der Welt ist, beschwert er sich und dieses jeden Kind... Jeden Tag das Geschrei. Kinder müssen doch auch mal leben können, wenn ihnen das nicht passiert. Dieses Kind, das aufpassen. Hinzieht. Ja gut, dann ist er ja schon mal gesichert, ne? Dieses Kind ist überhaupt wieder bei euch zu Hause. Ich warte dann hier jetzt, ne? Dass hier keiner reingeht. Ja, aber dauerhaft die Wohnsituation... Also am Ende meiner Schicht fahre ich mit dem guten Gefühl heute nach Hause, dass der kleinen Mara relativ gut geht. Die hat sich die Handfläche geschnitten. Das ist eine Verletzung, die wird abheilen. Aber es hätte halt viel, viel schlimmer kommen können. Und wenn ich dann diese Art von Mensch treffe, wie er heute, der mich auch ein paar Mal gefragt hat, versetzen Sie sich mal in meine Lage, kann ich nur zu sagen, also in so eine Lage kann ich mich nicht versetzen und will ich auch nicht. Alles gut bei dir? Ja. So. Alles gut gegangen, oder? Hast du echt Glück gehabt. Aber Mann, so, Mann, der Verband sieht aber toll aus. Haben die aber toll verbunden, ne? Okay. Die müssen natürlich auch weiter, ne? Das heißt, wir könnten nicht, aber ganz ehrlich, ich fahre jetzt nicht und lasse den Spielplatz jetzt hier so. Nur mit, also, bis die hier sind, das meine ich. Nee, dann, das ist mir zu gefährlich. Ja, dann lass uns dann müssen wir warten, bis jetzt entweder Ordnungsamt hier eintrifft oder müssen wir warten, bis Kripo hier ist. Die Mutter wartet jetzt noch hinten, oder was? Ja. Okay, willst du dann mit der Kleinen nach hinten gehen? Genau. Hör mal, dann klär doch direkt auch mal mit ihr. Ich meine, der wird ja irgendwann wieder raus, ne? Dass die hier zusammen wohnen, in so einer Konstellation. Vielleicht, ich würde sagen, der gehört eher in eine geschlossene, ne? Für mich klar, ne? Gehört der nach Psychiatrie da rein. Aber du weißt ja, wie es ist. Welches Ordnungsamt, da können wir mit denen quatschen. Ja. Ne? So, wir gehen jetzt mal zu deiner Mama. Ja? Okay. Ich habe mich ja noch mal kurz mit dem Manfred vom Rettungsteam zusammengeschlossen, der mir auch gesagt hat, dass wenn der Schnitt ein paar Zentimeter tiefer gewesen wäre, dann hätte sich die Pulsadern aufgeschnitten. Was sowas bedeutet, dass sich viele Menschen durch diese Art und Weise bereits das Leben genommen haben, ich glaube, das muss ich nicht extra erwähnen. Das heißt, hier war eine lebensbedrohliche Situation. Das heißt, wir sind hier eigentlich im Straftatbestand des versuchten Tötungsdelikts. Also wir gucken, werden das auf jeden Fall schreiben. Mindestens ist es eine gefährliche Körperverletzung. Müssen wir gucken, was die Staatsanwaltschaft da am Ende draus macht. Aber es ist schon sehr erheblich und auch die Strafe wird drakonisch sein.